wirklich mich intensiv einlasse auf Holofeeling und wenn es mir wirklich bewusst wird, dass es eigentlich sowieso, weil erstmal einen Schritt zurück, was mir sofort an Holofeeling so beeindruckt hat, ist dasjenige, was mir während meinem Philosophiestudium auch so interessiert hat, die erkenntnistheoretische Sachen. Also das ist dasjenige, wo ich immer wieder zurückkomme. Aber es passiert etwas in mir. Ich weiß, du hast das auch öfters benutzt und das gehört auch zu mir. Das ist für mich ein einfaches Beispiel, zum Beispiel mit meinen Söhnen. Ich stelle einen ganz wesentlicher Unterschied fest in die Weise, worauf ich imstande bin, mein Programm auszuleben, sage ich mal so. Wenn ich wirklich im Inneren mir davon bewusst versuche zu werden, dass meine Söhne als etwas Ausgedachtes nichts spüren, dass es auch total keinen Sinn hat, mitzuleiden mit denen und dass, wenn ich das mache, dass das an der Situation nichts ändert. Für mich in meinem Leben ist das ein sehr großer Unterschied, wenn ich denen wirklich als nur, ja, wie soll ich das sagen, computermäßige Animationen vorstelle, die für mich zwar den Anschein haben, dass sich da etwas tut, aber dass da nichts dahinter steckt. Ich habe mehrmals den Punkt gehabt, dass ich fast gedacht habe, und das wird ab und zu ein bisschen als Witz dann auch benutzt, dass ich gedacht habe, den Verstand zu verlieren und dass Das meine ganzen, wär guter Weg zur nee, Besserung. nee, aber normalmenschlich gedacht, dass ich gedacht habe, wenn du Das jetzt ist nicht weitermachst, dann zerstörst du deine Beziehung, du das zerstörst Problem. deine Das sind alles Sachen. Das ist das Erste. Es ist vollkommen normal, was du sagst. Das ist normalmenschlich. Wobei ich immer wieder sage, es macht keinen Sinn mitzuleiden. Heißt es nicht, dass du deswegen keine Empathie mehr empfinden musst. Ganz im Gegenteil, es wird das Gegenteil passieren. Nee, okay, aber Die es ist doch ein. Herzlosigkeit, wo du sagst, ich sage immer wieder, was du einen anderen antust, tust du dir selber an. Du bist es ja. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, derselbe Geist mit dem Programm deines Sohns erleidet es ja. Das bist ja auch du. Okay, stopp. Das ist für mich wichtig. Derselbe Geist mit dem Programm deines Sohns erlebt das ja. Wie verhält sich dasjenige zu dem, wenn du immer sagst, etwas Ausgedachtes kann nichts erleben? Muss ich das dann so Das hat sehen, nur dass. einen Moment. Der Geist erlebt es, nicht Ja, ja, ja. der Nee, nee. ausgedachte Körper. Nochmal, wenn du Das ist auf mir deine klar. Hand mit dem Hammer draufhaust, Das ist mir dann sollte klar. dir klar sein, dass die Hand es nicht spürt, du spürst es. Klar. Okay, Aber jetzt okay. pass auf, wir legen den Matten seine Hand auf den Tisch und wir legen daneben sitzt der Matten sein. Wir denken uns jetzt einen Matten aus und wir denken uns den Matten seinen Sohn aus. Und der Matten Ja. legt die Hand auf den Tisch und der Sohn vom Matten legt die Hand auch auf den Tisch. Und ich hau mit dem Hammer auf die eine Hand und auf die andere Hand drauf. Und da wirst du feststellen, wenn du dich wirklich abgekoppelt hast, da spürst du weder das eine noch das andere, weil du nicht sagst, ich bin weder die Hand noch die Hand. Aber du kannst dir ganz genau vorstellen, was passiert, wenn du jetzt glauben würdest, du wärst der Matten und ich hau auf den Matten seine Hand drauf. Kann ich dir genau sagen, dass das Mattenprogramm extrem reagiert mit Schmerz im selben Moment. Das Programm vom Matten seinem Sohn, der das sieht, der das ja auch sieht, hat eine ganz andere Qualität von Schmerz, den sein Programm reagiert ja auch mit, das ist Mitleiden. Aber rein sinnlich wahrgenommen wird dem Matten sein Sohn, mit dem Programm wirst du keinen Schmerz spüren. Umgekehrt genauso. Hau ich auf den Hand von deinem Sohn drauf, wirst du mit dem Programm. Wenn du jetzt mit dem Programm von deinem Sohn läufst, wirst du den Schmerz sinnlich wahrnehmen, weil diese Normierung, diese Normalität dir das vorschreibt. Aber als Matten wirst du bloß mitleiden feinstofflich, aber nicht sinnlich wahrgenommen mitleiden, weil deine Logik sagt, das ist ja nicht meine Hand. Und den Doppelschritt, wenn du machst, wirst du feststellen, dass weder der Matten selbst, ein Gedanke von dir hat keine Schmerzen, weder die Hand noch das Gehirn. Nur der Geist, der mit einem vollen Bewusstsein sich das anschaut. Und der wird dann feststellen, dass der in einem anderen Bereich ist. Dadurch ist der vollkommen abgekoppelt. Okay, aber also ich weiß, was Moral angeht, dass ich verstehe, dass das innerhalb von Holofeeling eine total neue Qualität bekommt, dieses Gut-Schlecht-Denken. Das verstehe ich. Aber wenn ich mit mein normales Programm davon ausgehe, dass mein derselbe Geist, ich mache das mal so, ne, Ja. Geist und da hängt ein Matenprogramm und mein ältester Sohn heißt Rüben, ein Rübenprogramm dann, ne? Dass wenn ich aus meiner Perspektive ihm zuschaue und ich haue ihm auf der Hand, dann
dann ist es doch eigentlich ein, sage ich mal so, objektives Gesetz, dass ich eigentlich sagen muss, hör mal, du haust deinen Sohn nicht auf der Hand, weil der Geist mit diesem Programm spürt das in dem Moment. Richtig, genau also so ist es. Das wäre dann doch die Basis dafür, um zu sagen, man tut anderen Lebewesen kein Weh. Das macht man einfach nicht, weil der Geist das auch spürt. Als allererstes, das, was du einem anderen antust, tust du mir an und ich bin du. Okay. Du meinst immer, das Mattenprogramm definiert es als Herzlosigkeit. Im Gegenteil, auch dieses Liebe deine Feinde. Das heißt, liebe all das, was dir schlecht erscheint. Und das sind noch so viele Sachen, die du nur einseitig schlecht definierst. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Bei der Erklärung deines Egos am Anfang dieses Gespräches kommt es so rüber, als wenn Holofeeling Herzlosigkeit lehren würde. Nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Das ist die Schwierigkeit, dass die materielle Logik, dein Ego, sich wehrt ohne Ende. Es will sich am Leben erhalten mit der ganzen Struktur der Bewertungen. Das ist immer wieder dieses Recht haben wollen. Und ich sage, du musst einen Virenscanner in dir installieren, jetzt einen symbolischen, der extrem wach ist in Bezug auf einseitige Bewertung des Mattenprogramms. Es geht um die Einseitigkeit. Ob du jetzt was richtig oder verkehrt empfindest, was du mit einem anderen Programm umgekehrt siehst, spielt dabei keine Rolle. Einseitigkeit entheiligt dich. Ich habe das so oft gesagt. Und dazu brauchst du die Reife, die ich gerade angesprochen habe. Mhm. Es ist immer wieder, die wehren sich und ich verstehe das nicht. Und ich lächle im Hintergrund und sage, du Depp, kannst es sowieso nicht verstehen, weil dieses Ich, das ich hier werde, ist ein Programm. Es ist so programmiert, es kann nicht anders. Nee, das ist jetzt sehr wichtig, was du mir gerade erklärt hast, weil du benutzt immer sehr oft diese Formulierung, etwas ausgedacht, es kann nichts empfinden, das haben wir ja gerade dann. Es sind Schatten auf der Leinwand, empfinden kann nur der Geist. Das verstehe ich, aber das ist für mich wichtig, weil ich habe aus älteren Selbstgesprächen und Vorträgen, hast du auch mal dieses Beispiel benutzt, dass ich glaube, der Klaus hat öfters auch Fragen in diese Richtung gestellt, wie das dann auf eine höhere Ebene die Perspektiven dann gekoppelt sind. Aber das heißt das dann auch, was wir gerade gesagt haben, wenn ich das mal übertrage auf den Baum, der hier, den ich jetzt ansehe hier in meinem Garten, dass ein und derselbe Geist auch, sage ich mal so, durch diesen Baum bestimmte Sachen empfindet. Es gibt ja auch Pflanzen, wenn man die anfasst. Nein. Das ist wieder so eine Stiefel. Ja. Da kommst du wieder in das Esoterische. Jeder hat irgendwann einmal die Phase in dieser Wachstum, wo man Bäume umarmt, weil das ja lebendige Natur ist. Und der Baum ist das dann mal Etz. Etz ist eine augenblickliche Erscheinung. Das ist ein Gewächs. In dem Wort Gewächs ist Gewach mit drin. Mhm. Der Geist wird wach, er wächst aus der Erde heraus. Erde ist wieder erwecktes Wissen. Du merkst jetzt schon, wenn man ein bisschen die Grundlagen hat, kommt man ein bisschen rein, wenn er dann das erste Mal hört, kann es nicht verstanden werden. Und ich betone immer wieder, versuch nicht einen Gedanken von dir irgendwas zu erklären. Du kannst es nur dir selbst erklären. Und du bist noch viel zu sehr in der Identifizierung jetzt in dem Matten. Du meinst, der Matten müsste das verstehen. Aber der Matten ist ein Gedanke von uns. Du bist ich. Jetzt können wir den Matten austauschen. Wer glaubst du jetzt zu sein, wenn du vor dem Computer sitzt? Da wirst du plötzlich feststellen, ich bin doch nicht der Matten. Aber du Geist glaubst zurzeit, ein ganz bestimmter Mensch zu sein, und der Mensch, der du zu sein glaubst, jetzt wieder drauf achten, der Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte, das ist ein Programm. Auf dieser Lebensgeschichte, auf dem Programm ist nicht nur deine Vorstellung von Welt und Kosmos und Universum, sondern auch deine ganz persönliche Vorstellung, was in der Vergangenheit war. Das, was du dir in die Vergangenheit denkst, was du vor deine Geburt hin denkst. Der Materialismus ist so unheimlich trügerisch, wenn du wirklich im Hier und Jetzt bist und den ständigen Wechsel deiner Bilder anschaust. Da ist nie was in der Vergangenheit passiert oder geboren worden. Ich habe das tausendfach erzählt. Wenn du Geist was wahrnimmst, ist es Hier und Jetzt deine eigene Information.